Das hier, der VW Tiguan, war der Verkaufsschlager im SUV- und Geländewagenbereich 2012. Ganze 55.600 Mal hat er sich in die deutschen Herzen reingefahren, möchte man sagen, obwohl er nur die abgespeckte Version des Touareg ist. Vom Platzangebot etwas kleiner, auch der Motor, die Motorenauswahl ist etwas kleiner hier gestaltet. In diesem hier ist ein 2 Liter TDI-Motor mit 140 PS. Der wird dann so in etwa das ganze Ding hier auf 180 km/h bringen. Ansonsten die Allradausstattung muss man sich hinzukaufen. Ebenso Offroad-Tauglichkeit mit einem bestimmten Offroad-Modus und genauso einem Offroad-Navigationssystem. Das gibt es aber alles hier frei wählbar für dieses Modell. Es gibt verschiedene Ausstattungsvarianten. Das ist das Sport in Style, das also ein bisschen stylischer aussehen soll. Es ist auf jeden Fall etwas hochwertiger mit Lederverarbeitung und auch das Armaturenbrett ist etwas hochwertiger verarbeitet. Das Navigationssystem ist integriert und der ganze Spaß kostet dann aber auch schon 43.000 Euro. Da muss man sich überlegen, ob man dann nicht vielleicht doch bei der Basis anfängt, die bei etwa 25.000 Euro liegt.